Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge von Final Fantasy 16. Also, stürzen wir uns rein. Wir sind immer noch dicht vor dem Mutterkristall der Eisernen und den planen wir zu zerstören. So, spannen wir euch und mich nicht länger auf die Folter, sondern gehen gleich weiter. Wenn ich jetzt noch den Weg wüsste, da lang, okay. Bin schon so gespannt, wie es laufen wird. Vermutlich kommen uns auch noch ein paar Eiserne dazwischen. Die werden das Ding ja nicht ganz unbewacht lassen. Oh, das ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Hauch des Windes, Windschlag einmal, okay. Hier ist nichts mehr. Überall ist Äther, wie man sieht. Jede Menge. Und anstrengen, anstrengen. Was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Für einen Schild von Rosaria kein Problem. Wie in alten Zeiten. Wow, ein akasischer Mobo. Halt dich von seinem Maul fern. Ah! Oh! Okay. Ekelhaft. Nicht einatmen. Da, wow. Wow, von ihm. Da, Torgal! Hier drüben! Und los. Da, Torgal! Ja, fuck. Sehr gut. Bring ihn hier! Sehr gut. Da, Torgal! Hilf mir, Kussi! Na? Hilf mir, da, Torgal! Garstig. What? Na okay, jetzt gibt's Speed. Ein halb. Okay, zurück, zurück, zurück. Ja, da kommt er. Ja, was macht er? Was macht er? Hier drüben! Da, Torgal! Und das war's. Wieso können die sprengen? Haben die keine Wurzeln? Da, Torgal. Okay, wir brauchen erst ein bisschen Heilung. Hier drüben! Da, Torgal! Okay.
Oh, aufhalten. Ja, sehr geil. Akasische Mobile erlegt. Ha! Und das mit Zitzblitz. So muss das sein. Sehr geil. Weiter? Ja. Sehr, sehr cool. Meinst du, das ist eine Taktik? War es gar nicht mal schwer. Drustanus-Massiv. Ganz schön heiß hier. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Ich dachte eigentlich, aus diesem Kristall hier ist, also das ist der Phönix seiner, ne? Früher mal, als es noch zu Rosari gehörte. Müssen wir uns diesmal Sorgen machen? Langsam schon. Aber vielleicht ist es auch gar nicht ganz so krass aufgeteilt. Ach, so geil. Ich mag die Kämpfe einfach. So cool. Okay, wir müssen da lang. Da lang nicht, oder? Hier hoch? Nein, von da kommen wir, oder? Kommen wir von hier? Nein. Oh, was ist denn da? Mach noch mehr. Dann kommt doch an, los. Sehr gut. Jetzt haben wir uns hier irgendwo durchgezwungen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ach, an dem Tor sind wir jetzt vorbei. Ah, okay. Wir hatten das Tor gar nicht mehr gesehen. Okay. Alles richtig. Wir waren nur ein bisschen flink. Also immer erst den offensichtlichen Weg gehen und dann den anderen. Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Und los. So geil. Los, kommt schon. Ach, kommt schon. Fuck. Schon. Na, das wollte ich gar nicht. Na egal. Warum nicht episch abschließen, ja? Kann man ruhig mal machen.
So, jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen erstmal gucken. Okay, wir kommen von... Kommen wir von hier? Nein. Hier geht's weiter, okay. Mist. Und da müssen wir rüber? Heiße Sache. Ach zu Gott. Aber theoretisch kann uns keiner nachkommen, oder? Außer jemand ist auch aus Feuer. Aber sonst? Wir halten uns nicht auf. Vielleicht nicht einzeln. Ach, falsch. Aber in so großer falsch, Zeit. Falsch. Da okay. Von da kommen wir, ne? Das lief doch ganz gut. Ich bin sofort wieder bei euch. Eine halbe Minute? So, weiter geht's. Manchmal muss man einfach Dinge tun, die nicht warten können. So, ist das der Kristall schon? Wow. Wir müssen da lang, genau. Da drüben ist er. Huhu. Huhu, da ist er. Hammer. Drachenhauch. Es ist nicht mehr weit. Boah, ist der groß. Ob hier auch so ein Drache kommt, wie bei dem anderen Kristall? Nur halt ein roter? Das wäre ja sinnvoll, ne? Boah, echt cool. Was zur Hölle ist das? Boah. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ziemlich stark auf jeden Fall. Oh. Rotstaun. Rot, ran da. Na, komm schon. Komm schon wieder durcheinander. Zu mir, Flammen!
Hier drüben! Schnapp sie! Was ist denn das für ein Vieh? Da, Torgal! Weiß ja. Die Kämpfe werden heftiger. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Rotschaum. Ah, da war der Drache natürlich viel, viel cooler, aber... Mal sehen. Wo lang müssen wir? Schon wieder sofort rot hier. Oh, das sieht nach Arena aus. Was zum... Ein Feuerdämon. Die kommen nie aus der Lava. Ist wohl der Kleine hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Warum greift er an? Okay. Das sind so friedliche Geschöpfe. Dann ist der hier wohl die Ausnahme. Das ist der gleiche wie im Grenzwald damals, ne? Bring ihn nieder. Na, alle Rock. Okay, das war's. Oh, Schwanz, Vorsicht. Versuchen wir mal was. Gutes vermutlich. Oh. Ja, fuck. Mann, ist der flink. Mit Garou, das klingt da. Das will aber nicht. So wie ich will. Krassig. So geil mit seinen Blitzattacke. Mega. Mega geil. Stufe erhöht. Juhu. 27. Knorrige Schuppe und ein Eisschwert. Danke. Der hat ganz schön Radau gemacht.
Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Dort wird allerdings viel los sein. Dann wird es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Krass, wir sind scheinbar noch nicht mal richtig tief drinnen, ne? Schwester Marley, ich bin's. Bei der Mutter. Jill? Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können hier nicht reden. Kommt mit. So froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen? Vergib mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar, bei seiner Andacht. Ihr meint, oh, dieser Unmensch. Clive, wir müssen schnell zum Heiligtum. Los! Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. In Irak, Lord. Wir haben Besuch. Hier entlang. Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Mir auch dein Wort geben. Komm, Clive. Wir sind fast am Sanktuar. Gut.
Das heißt, wir töten erst den Patriarch und gehen gar nicht mehr direkt zum Kristall. Okay. Ich hab gedacht, wir schnappen uns erst den Kristall und dann geht's weiter, aber nein. Unser Empfangskomitee. Die Musik schon dazu. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Feuer und Flamme! Und die Garudas Kraft ist ja einfach zu schwach. Oh, im Rücken. Und wurde Sau. Was ist denn jetzt los? Puh, durchatmen. Geht sie da lang oder geht? Hier lang nicht? Na gut. Wir folgen Jillian. Da folgt sie uns. Okay, wir sind richtig. Sehr gut. Dann wird das jetzt das Ende des Patriarchs sein. Was er denn? Wie viele denn noch? Oh. So viele. Oh, super, so ein spezieller. Ist einfach nur groß. Und das ist super C. Puh, man verliert ja echt einen Überblick. War richtig? Ja. Jetzt sind wir hier wirklich im Herz der Eisernen, ja. Da bieten die viel auf. Lass uns kommen. Sehr gut. So, und weiter. So, das ist ja wirklich richtig wie eine riesengroße Kirche, ja? Hier drin. Oh, wir sind voll falsch. Das meine ich mit leicht verwirren die Kämpfe. Wie lang jetzt raus? So Torgeil. Ganz sicher aus. Ah ja.
Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Gut, da lang wird er sein. Also holen wir uns erst hier ein bisschen Loot. Und dann machen wir ihn platt. Vermutlich. Oder er uns. Oh, da sieht es schon wieder voll aus. Oh. Sieht ja sowas nach Phönix aus, ne? Aber den haben sie uns ja geraubt. Wir sind fast da. Ha, wieder so ein Dicker. Los. Agarudas Fähigkeit ist hier einfach zu schwach. Sehr gut. Super. Das lief doch gut. So, noch eine Kiste und dann sind wir da bei ihm. Jetzt kommt die Rache. Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So wie die heilige Mutter verlangt. So wie auch du büßen wirst,
Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie! Jetzt! Ja. Wenn wir gerade ein bisschen die Gusche, dann könnt ihr den Kampf besser genießen. Also nicht wundern.
Also gut. Ich werde mich beeilen. Wow. Wow. Der war schon heftiger. Jetzt ist natürlich die Frage,
Ob der andere gleich noch kommt, oder? Okay, ich glaube, wir überziehen diese Folge ein bisschen, aber dann ist es so. Weiter geht's. Ich werde das beenden, Clive. Clive, dein Schwert. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh, wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Yeah.
habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Währenddessen. Kristallpass. Hier entlang, Hoheit. Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrec? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragoons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrec. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt. Und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid.
Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Währenddessen. Und es geht weiter. Aber nicht mit dieser Folge. Das soll es gewesen sein. Es ist wieder jede Menge passiert. Das muss man erstmal sacken lassen, ne? Und dann war der in dem... mit der Robe scheinbar Ultima. Ich hätte gedacht, das ist wieder Joshua, aber nein. Gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Hier geht's demnächst weiter. Und bis dahin macht's gut und bis bald.